Hey. Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zur Arbeit. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße! Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. $1000, Alter. Kann ich dir nicht jetzt schon die Rübe wegblasen, du Arschloch? Du blöder Wichser mit A am Ende und Doppel X. Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Sag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben will. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett weg. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Wo hat er sie die nur Chancen her? Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fett was. Okay. Kommt mit, Männer! Das ist Wahnsinn! Haltet euch aus! Bitte kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr Schaden. Oder Vito? Ey, der ist gestorben, ne? Der hat einen Kopfschuss bekommen. Der ist gestorben. Der da vorne hat mehrere hunderte Schüsse bekommen und er lebt immer noch. Zum
Maul. Ah, erstmal wieder nachladen. Genau. Diese Nachladegeschwindigkeit, die hätte ich gerne in anderen Spielen. Boah, die ist aber genau. Krasse Scheiße. Na, sind hier noch welche, oder? Machen wir es mal Mafia-mäßig. Klar, das Tor geht zu, wenn wir hier reingehen. Was glaubst du, Vito, verdammt? Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, mich in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler machen gehe. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Durchsuche Dereks Büro. Der hat bestimmt ein bisschen Kohle für uns oder so. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Klar, die liegt einfach so auf dem Tisch rum. Ohne abgeschlossene Tür und naja, alles klar. Mach die Tür auf und dann hauen wir hier wieder ab. Und die Bullen? Gut, dann fahren wir mal schnell zum Zahnrad. Unser Auto, dieses Nummernschild zu wechseln. Warte, wir kommen hier lang. Gut, kommen wir. Hey, Vito, gut. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir heute? Was darf's alles denn klar? Sein, Sir? Einmal das Nummernschild wechseln, bitte. Einmal da, machen wir eine A und dann machen wir die. Nein. Okay. Passt, dankeschön. Wagen reparieren. Kann den irgendwie nicht. Wagen ist voll getunt. Oh. Danke für den Besuch. Der Wagen ist schon voll getuned. Warum fährt er genau in meinen... Wo muss ich eigentlich hin? Was ist meine Aufgabe? Ich kaufe mir jetzt noch andere Klamotten und dann... So. Machen wir mal schnell andere Klamotten. Einmal hier reingehen, bitte. Und, ach nee, da müssen wir mit ihr reden. Ich habe genau das Richtige für sie. Ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt gekauft? Ja, sowas wollte ich haben. Dankeschön. Kommt noch etwas dazu, Sir? Nee. Das sieht schon um einiges besser aus.
Es war mir eine. Jo. Einmal in die Garage einparken und ein anderes Auto rausholen. Ist der schon voll getuned? Nehmen wir den. Ich glaube, der geht ziemlich ab, wenn der getuned ist. Ich meine, der geht so schon verdammt ab. Oh shit.